Das fühlt sich so herrlich verboten an. Boah. This is amazing. Wenn ihr mal wieder einen zu viel getankt habt, dann dürften euch diese Anzeigen was sagen. Jörn hat mir die geschickt. Das sind Tankanzeigen, da wäre er selber drauf gekommen. Und ich habe mir erst gedacht, super, schickt mir gleich drei. Das ist viel, viel Spaß. Aber die sind nicht gleich. Wenn man sich die anguckt, dann ist da einer. Ja, das ist der Computer. Und politisch inkorrekt würde ich das ein Master-Slave-System nennen. Das scheint mir so ein bisschen, wie wenn da einige hier Steuernde sind und einige die Empfangende. Ich glaube jetzt nicht, dass wir das in Betrieb kriegen, aber schauen wir uns einfach mal an, wie das Ganze jetzt hier aufgebaut ist. Ich bin mal wirklich gespannt, ob wir vielleicht irgendeine Anzeige wenigstens zum Umschnackeln kriegen. Schauen wir mal. Selbstverständlich fange ich als werdender Halbprofi damit an, die Hauptanzeige hier zu zerlegen. Oh, da ist, boah, da ist eine Blombe. Das ist natürlich ein Problem. Was machen wir? Das fühlt sich so herrlich verboten an. Boah, du willst es doch auch. Übrigens, während ich das so auseinander mache, wollte ich jetzt eigentlich gerade noch erzählen, dass manche nach der Platte ja gefragt haben. Ich kann euch selber noch nicht sagen, ob ich damit zufrieden bin. Sie gefällt mir vom Kontrast her deutlich besser als die andere. Ihr findet in der Videobeschreibung unten einen Link auf meine Ausrüstung oder eben auf die Produkte direkt. Müsst ihr mal gucken. Im Zweifelsfall immer gucken bei Ausrüstung. Das geht auf meiner Homepage. Und da sind dann die ganzen Links meistens auch aktualisiert. Boah. This is amazing. Ich finde es jetzt ein bisschen erregend. Stört es euch, wenn ich... Ne, lass mal das mal. Haha. Da hat es da den Preis eingebrannt, oder was? 1,04. Das ist eine Weile her, ha? Huh? Das schaut mal so aus wie die Interface-Platine, die ist da hinten drauf geschraubelt. Und hier verbunden. That's all. Ah, Moment. Könnte das sein, dass das im Prinzip die Slave-Einheit ist? Das könnte sein. Und die einfach jetzt hier auf die Master-Einheit draufgeschraubt worden ist. Schauen wir mal, hä? Lift it off. Shake it off. Nein, das ist aber was anderes. Ah, jetzt ist er raus. Jetzt ist er raus. Uiuiuiui. Das sieht ja sehr irgendwie nach einem Technologiewechsel aus, oder? Das ist eher sehr SMD-mäßig. Wenn es nicht rausgeht, dann ist da vielleicht noch irgendwo eine Schraube. Ja, die hatte ich vergessen. Oh, looky, looky, der Nei. Wo hängt jetzt der Spaß hier? Seriously. Seriously. Oh, no. Oh, no. This is incredibly stupid. So, jetzt kommt es endlich raus, der ganze Spaß. Oh, das war ja ganz... beinahe einfach. Der sieht nicht mehr so richtig toll aus. Aber gut. Tada. Hui, da kamen also aber viele Platinen raus. Hä? So, das eskaliert jetzt ein bisschen. Ich habe schon ein bisschen vorgeschaut, weil sonst geht es jetzt Stunden. Manche von euch mögen das ja. Muss aber nicht sein. Also... That's the way, I like it. Oh, jetzt, Moment, den stecken wir gleich wieder da rein. Was bisher geschah? Ich habe mir das Ding eine ganze Weile angeschaut. Und ein paar Sachen fallen ja sofort auf. Hier ist ein großer Bämbel. Hier sind zwei von den 40-poligen Chips. Den habe ich runtergekratzt. Das hat schon von Anfang an wie ein EEPROM ausgesehen. Da war natürlich ein Schutzaufkleber darauf. Klar, logisch. Das sieht wie eine Speicherbatterie aus. Irgendwie eine CR2032 aus. Das sind sehr viele Anschlüsse und ich rate einfach mal, dass das Ausgänge sind, eher Ausgänge. Sieht man auch hier so an den Treiberkonstruktionen. Das ist jetzt mal so der erste Eindruck. Achso, und da ist natürlich ein bisschen Power Section und das hier sieht wie serielle Schnittstellen aus. Bei dem hier werden wir uns jetzt ein bisschen bedeckt halten, weil... Ach, kommen wir später dazu. So, und jetzt habe ich angefangen zu raten. Und das ist vielleicht für alle von euch ein bisschen interessant. Weil ihr wisst ja, das ganze Leben ist ein Quiz. Also schauen wir doch mal rein. Ja, ja, und wir sind nur die Kandidaten oder so geht's weiter. Ich habe es mal versucht mit Systematik. Wir sind hier in der Mitte jetzt von der Platine. Und wie gesagt, das ist ein EEPROM 2710010. Das hier ist ein Speicher an der RAM. Hier ist einer noch nicht bestückt. Und jetzt habe ich mir gedacht,
Was kommt denn da? Das ist ein 8032. Ein 8032 braucht zur Ansteuerung ein Latch. Das ist hier. Also haben wir hier schon mal einen, ja, also 8032 sagt euch was, oder? Das ist einer der wirklich ältesten Mikrocontroller überhaupt. Naja, also das wird eben seine Versorgung sein. Aber so wie es für mich aussieht, haben sie hier noch den Silog drauf getan. Das ist ein serieller bla 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 und das hier ist ein paralleler bla 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 Chip. Also hier, das scheint das Interfacing zur Platine zu sein. Das ist die, die zu dieser Zusatzplatine geht. So, und jetzt ist ja hier, den ich kann jetzt ganz rausmachen, brauche ich ja nichts vorlügen. Drüber sind diese beiden Chips. Und ich habe mir dann Wolf gesucht, nach dem Philips und HIM, HIM 4.0, wobei das sieht nach einer Version aus, KTL, bla bla, schwierig. Und dann habe ich gesehen, hier dieser Schlumberger Chip, da steht HIM 01, hier steht HIM 4.0. Und schaut euch mal ein bisschen so die Leiterbahnen hier an. Und auf der anderen Seite. Und wenn man das so anguckt. Okay, ich hatte eine Vermutung. Und zwar gibt es diese 8031, eigentlich wenn man genau ist, auch in einem EEPROM, also festgebrannten Variante, 8051 oder 8052. Ja, das müsste man ja erkennen. Man erkennt es, wenn man ein bisschen rät und Glück hat, unter anderem an den Pins. Halt, 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 das müssen wir kurz unterbrechen. Weil, wenn ihr solche Platinen machen wollt oder auch viel bessere, dann vergesst nicht, dieses Video wird euch präsentiert von PCBWay. Da könnt ihr viel, viel bessere Platinen machen. Aber nicht bloß Platinen. Ihr könnt die Platinen auch bestücken lassen. Sie verstehen sich als One-Stop-Shop für eure Probleme. Und inzwischen ist auch die ganze Zollgeschichte und so weiter geklärt. Schaut mal auf ihrer Homepage nach. Lasst euch vielleicht ein Angebot machen über euer Layout. Und schaut mal einfach auf den Link unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank an PCBWay für die Unterstützung dieses Videos. Und zwar erstens einmal haben die ersten 8 SYN-Ports. Das sieht mal nicht unplausibel aus. Dann haben wir hier von 0 bis 8 wieder Ports. Schaut euch mal die Leiterbahn an. Könnte also sein. Rechts ist VCC und unten ist Ground. Und Ground haben wir hier und das finden wir als Referenz auch beim EEPROM. VCC finden wir hier und am EEPROM. Ja, und dann haben wir den Taktgenerator. Und der Taktgenerator ist genau auf den Pins, wo wir ihn erwarten, nämlich auf diesen beiden hier. Und man sieht ihn sogar, selbst der Laie sieht das. Hier ist er im Prinzip abgeschirmt durch eine Bahn drumherum. Und da gehen jetzt hier die 2 Leitungen zu den Kondensatoren. Und hier hinten ist der Quarz. Nein, hier ist der Quarz und hier sind die Kondensatoren gegen Masse, so rum. Sieht man dann auf der anderen Seite, also das ist die typische Schaltung von Quarz-Oszillator. Und wenn ich es umdrehe, dann kommen wir genau bei den 12 MHz hier raus. Und das ist eine von den Taktfrequenzen, die typisch ist für einen Standard 8051. Also ist die Annahme schon einigermaßen legitim, dass das irgendeine Variante eines 8051 ist, vielleicht vorprogrammiert, keine Ahnung, ist aber egal. Deswegen die waghalsige Theorie, die beiden hier sind 8051er. Was passiert aber dann da weiter? Also hier scheinen diese ganzen Anschlüsse, also die Ports hier in diesen Custom-Chip reinzuführen und hier auch. Also diese zwei hier füttern den. Ich habe jetzt kurz den Verdacht gehabt, dass das vielleicht irgendwie safety-relevant ist. Schieben wir es mal ein bisschen hoch. Dass das hier so eine Zweierkonstruktion ist. Machen wir da mal einen Punkt, weil bis zum Ende wird man es nicht dekodiert kriegen. Also wir haben jetzt rausgekriegt, dass die hier verbunden sind und wie man ja sehr offensichtlich sieht, ist dieser Custom-Chip hier mit diesen Chips verbunden. Das sind Three-State-Ausgangstreiber. Also das sind Ausgänge. Ganz klare Sache. Möglicherweise sind hier noch Freilaufdioden und so weiter drin. Also die schalten irgendwas. Würde ja auch Sinn machen bei so einem Tankgebimse. Jetzt war meine nächste Idee, ja Moment, wenn das eine Konstruktion ist, wo die hier wirklich den hier füttern, mit was auch immer, es kann auch sein, dass die im Prinzip IO-Expander sind, aber es wäre für mich jetzt aber nicht total logisch, dann würde ich das so machen, dass ich die per serieller Schnittstelle verbunden halte mit dem hier. Ja, ihr werdet sagen, das ist geraten. Ja, ich sagte es, das ganze Leben ist ein Quiz. Whatsoever, gucken wir uns mal an, wo ist denn beim 80, 31, 32 und so weiter die serielle Schnittstelle? Die ist bei 10 und 11. 2, 4, 6, 8, 10, 10 und 11. Ich erspare euch jetzt das Suchen auf der Unterseite, denn surprise, surprise. Piep. Piep.
gehen in den Chip hier und auch auf der anderen Seite. Da ist nämlich der ähnliche Chip. 10 und 11. This is amazing. Und dieser Chip ist ein SN65176 oder SM75176. Das ist ein Differential Bus Transceiver. Also irgendeine Art Bustreiber. Und zwar differenziell. Gut, und jetzt muss man einen kleinen Schritt machen, weil das erkennt man jetzt natürlich nicht auf den ersten Blick. Die zwei hier sind verbunden. Das sind jetzt die Ausgänge des Busses. Und wenn man ein bisschen sucht, dann findet man hier noch einen Baustein, der genau gleich ist. Was die jetzt gemacht haben, ist hier diese drei Bausteine hier, jeweils über diese drei Bustransceiver verbunden. Und der hier führt dann, ich glaube, das glaubt ihr mir, man sieht es sogar. Der hier führt digital dann wieder in den 8032. Also das ist auf jeden Fall mal ein 3-Prozessor-Bus-System. Von dem her habe ich auch sonst keinen mehr gefunden auf der Platine, also damit wird es dann wohl auch gar sein. Die Batterie sieht für mich aus, wie wenn die den hier irgendwie versorgt, was weiß ich, Echtzeituhr oder sonst auch irgendwas. Das sieht aus wie ein EEPROM hier. Da haben wir einen ULN 2003, der steuert hier LEDs an. Ist normalerweise ein Relaytreiber, aber man kann auch dafür verwenden. Interessant ist auf dem Platinenteil, das seht ihr schon hier, da ist durchgängig, ja, eine Unterbrechung. Durchgängig eine Unterbrechung, sagen wir es mal so. Hier ist ein Trafo. Dann haben sie da noch eine Diode, einen Gleichrichter und dann geht der ganze Spaß hier hoch. Also sie haben eine galvanische Trennung dieser Platine gemacht. Und wenn ich mir die so anschaue, dann erscheint mir das ganz arg wie eine Eingangs-Digital-Analog-Karte. So, da war ich jetzt flapsig ein bisschen zu schnell. Weil wenn man sich die Karte hier genau anschaut, diese Zusatzkarte, da kommt ja die isolierte Spannung. Ne? Die haben wir vorhin gesehen von dem Trafo, die kommt hier raus. Und die läuft hier in den Kondensator, in den Elko. Hier ist ein Spannungsregler und jetzt nicht erschrecken, hier ist nochmal ein Spannungsregler. Das wirkt jetzt so, wenn Sie jetzt hier, Moment, ich drehe mal um, da seht ihr, wie eben die positive Betriebsspannung hier schräg über die Platine führt. Wenn Sie jetzt quasi hier eine Insel der Versorgung, nicht der Glückseligen, sondern der Versorgung gemacht hätten, und da drumherum sieht man eigentlich, man sieht schon der Bauform, das sind Optokoppler hier, das sind Optokoppler hier. Da ist ein bisschen Digitalgelumpse, da auch, das ist ein Latch und das sind Schalter, also Demultiplexer, analog-digital. Also das sieht für mich so aus, wie wenn hier Signale reinkommen, rauskommen, Richtung ist jetzt unklar und die über die Optokoppler getrennt werden sollen, aber die Optokoppler, die verteilen sich hier wirklich wie so kreisförmig drumherum auf diese Schnittstellen hier. Und damit interfaced eben die Außenwelt mit dem Rest hier. Und wie gesagt, das Ganze ist dann galvanisch getrennt und sie können auch nur Digitalsignale übertragen. Ich habe jetzt hier keinen analogen gefunden. Was die ganze Beschaltung hier im Einzelnen macht, ich denke Pegelschiften. Das hier sieht auch aus, wenn das hier ein verwaschenes RS-232 wäre, das könnte sein, weil da sind nämlich noch zwei Transistoren, das würde dann vielleicht ein Inverter und so weiter, ne, erklären. Also ich nehme an, dass es Transistoren sind, sind nicht so beschriftet. Hier R, also von der Beschriftung her ist es nicht klar, dass es Transistoren wären. Analog hier unten, wobei, ist das eine 10er Diode? Also kann alles sein, kann auch eine 10er Diode sein, die hier Eingangspegel beschränken. Aber so vom Grundprinzip, denke ich, ist es korrekt, dass ihm hier das Digitalsignal hier von dem Stecker getrennt wird von den Ausgängen hier. Hier sieht ihr die Layer-Anzeige. Wenn man ganz genau guckt, sieht man hier 2, 3, 4. Das ist also eine vierlagige Platine. Und die scheinen auch alle da zu sein. Da sehen wir die Einheiten, wo ich gesagt habe, das werden wahrscheinlich irgendwelche schaltenden Aus- oder Eingänge sein. Jede Menge Widerstände. Ich kann es euch im Detail nicht sagen. Das Display. Und als allererstes fällt natürlich auf, das ist hier verfärbt. Ich nehme an, dass die Platinen alle grün sind. Und die hier, entweder haben sie einen wunderbaren Multicolor-Effekt da versucht durchzuziehen. Oder der sich verfärbt. Vielleicht thermisch, vielleicht vom Licht, vielleicht weil das halt in der Sonne ist, das Ganze. Hier scheint irgendwie der letzte Preis sich eingewurschtelt zu haben. Und zwar diesen hängen geblieben. Die, ja, die mittleren. Und die hier gehen nicht zurück hier. Na, schauen wir mal.
Lass mich raten, da ist wieder ein 8051 drunter. 87C52, ja, okay, das gleiche. Also nicht das gleiche, aber ähnlich, bevor mich wieder jemand korrigiert. Ja, das sieht ja mal gar nicht so gut aus. Also hier hatten wir es schon. Das ist ein 8051. Ich nehme an, einer mit einer EEPROM-Variante, die man halt nicht mehr löschen kann, also kein Fenster drin ist, ist billiger. Hier, das ist genauso, wie es aussieht. Wenn man es eigentlich muss man es nur angucken, ne? Dann fällt einem hier schon was auf. Das ist eine Infrarot-Empfängerdiode. Wir sehen hier auch schon an der Form der Massefläche, dass das irgendein Verstärker-IC ist. Das ist tatsächlich ein Fernbedienungsempfänger-IC. Und hier sieht er auch, wie Leiterbahnen weggehen. Mich hat es ja weggebeamt. Schauen wir mal die Leiterbahnen an. Wo führen denn die hin? Hui. Also die führen da irgendwo hin und irgendwie wohl zum Controller. Und hier ist der Leitungstreiber. Das ist ein 45422 Leitungstreiber. Das ist eben damit der Chip hier mit der Außenwelt über die Leitung irgendwie kommunizieren kann. Das ist eine Stromschnittstelle, das heißt, die ist weniger störanfällig. Hier sind wieder die 12 MHz. Man findet übrigens gern bei dieser Anordnung von 8051 krumme Taktraten. Das kommt daher, weil wenn man eine Standard-RS-232-Bitrate erreichen möchte, dann braucht man halt gewisse Teilerverhältnisse, die sind in fest vorgegeben. Da gibt es halt dann keine PLL, die das ausgleicht. Und dann hat man dann irgendwie 11,35492 oder irgend sowas in der Richtung. Wenn aber alle mit einer falschen, in Anführungszeichen, Baudrate betrieben werden, dann sind sie ja wieder synchron, ne? Das war ja einfach. Ich drehe das mal, das dürfte etwas besser sichtbar machen. Wir haben ja verschiedene Gruppen von Chips. Der 2803, wir hatten den in einer ähnlichen Form, ULN 2008 und irgendwas. Das ist ein Low-Side-Switch, also der schaltet eigentlich Ground. 2903 ist eben der High-Side-Teil dazu. Und hier ist ein Demultiplexer, blablub. Also letztendlich bauen die jetzt hier eine Matrix auf, wo sie die in die eine oder die andere Richtung schieben können. Auf das läuft es endlich raus. Wie werden die Dinge jetzt angesteuert? Das ist interessant. Ich habe jetzt mal an die obere Spule hier und ja, ihr seht jetzt, wir haben jetzt ein Zurück aus der Zukunft Moment, weil ich habe hier das Ding schon zerlegt. Das kommt da beim Video erst hinten. Und mir ist gerade eingefallen, dass das hier didaktisch besser passt, jetzt diese Untersuchung zu machen. Deswegen machen wir jetzt das eher nachträglich. Ist euch aber wurscht. So, also hier sind jetzt bei dieser einen Spule hier beide Anschlüsse rausgeführt. Wie wird jetzt das wohl gemacht sein? Ich nehme jetzt mal den einen und schau, wo das denn hinführt. Da haben wir einen Anschluss. Und witzigerweise auch gleich da. Also die zwei hier, die sind im Prinzip gebrückt. Die zwei hier. Das ist der eine ist der positive, das andere ist der negative Treiber. Und die führen jetzt hier zu diesem Einspulenanschluss. Und jetzt habe ich gedacht, ha, jetzt nehmen wir den zweiten und schauen mal. Und da kann man hier durchgehen, bis dass man schwarz wird. Aber genau hinschauen hätte gleich geholfen. Ich hätte nämlich hier genauer hingucken können, weil das hier, das hätte ich so ein bisschen als Überspannungsschutzdioden bla 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 abgetan. Wenn man guckt, dann, das ist jetzt hier der Anschluss, den ich noch nicht gemessen habe. Die beiden hier sind gebrückt, die logischerweise nicht. Dafür sind die hier verbunden und die und das geht natürlich so weiter. Und es ist eigentlich klar, das ist eine Matrix. Aber wie bei jeder guten Matrix muss man da noch eine Weile drüber nachdenken, wo die dann hinführen. Und zwar, das nehme ich euch jetzt vorweg, die führen zu diesen beiden Chips, die sind ja wieder komplementär. Und das andere Ende der Matrix führt jeweils auf einen dieser Chips. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich male es euch natürlich gerne mal auf. Also, betrachten wir mal zwei Spulen, also zwei Elemente, also zwei Mitglieder der Matrix. Ich habe ja erklärt vorhin, dass die beiden auf, also jeder Anschluss auf einem Highside und einem Lowside Treiber liegt. Ich male das jetzt mal wie ein Taster, also Plus, der schaltet Plus und der andere Taster, der schaltet Minus. Die sind verbunden und klar, die dürfen gleichzeitig nie an sein, weil sonst kracht es Jesus-mäßig. Auf der Seite ist es dann entsprechend. Das deute ich jetzt hier bloß an, ne? Und jetzt sind hier zwei Dioden und hier auch zwei Dioden. Und die sind jeweils so verschaltet. Und jetzt erkennt ihr vielleicht auch schon die Matrix so. Das ist jetzt nicht schön gemacht, aber selten. Und auf der anderen Seite ist eben der hier wieder mit einem
Plus Schalter verbunden und einem, der hier mit einem Schalter nach Minus. Also wenn ich die Spule so rum bestromen möchte, also ein Magnetfeld dieser Art erzeugen will, dann muss eben, wenn hier Plus ist und hier Minus, muss eben der Strom hier diesen Weg hier nehmen, Plus. So. Dann wird die Spule so rum durchflossen und so rum magnetisiert. Das kann ich machen. Ich habe im Prinzip eine H-Brücke gebaut. Wenn ich den Stromfluss so haben will, dann fließt eben der Strom, und jetzt fängt nicht an, wegen technischer Stromrichtung und so weiter hier rum zu scheißen, fängt er an, hier so rum zu fließen. Dann kann ich hier umpolen. Das ist das Geniale dran. Und wozu jetzt die Dioden? Dazu muss ich einen Schritt in die Matrix gehen. Aber da kennen wir uns ja eh schon aus. Ich male es jetzt mal mit Knödeln. Wie Motoren oder Spulen. Das ist jetzt wurscht. Das sind die Spaltenansteuerung. Das ist jeweils ein Pol. Und das ist die Zeilenansteuerung. Wenn ich jetzt das Ziel habe, jetzt den Motor, ist eigentlich egal, nehmen wir den Motor in diese Richtung drehen zu lassen oder die Spule in diese Richtung zu bestromen, dann lege ich hier, das hätte ich vielleicht ein bisschen besser verbinden sollen, aber das ist sonst fragt natürlich jeder gleich mit Recht. So, dann lege ich hier Plus an, hier Minus, und ja, das Plus geht natürlich so durch. Das ist eben eine Matrixansteuerung. Das heißt, es wird nur das hier selektiert. Die anderen sind zwar lustig auf Minus, aber es passiert ja nichts. Ja, passiert denn wirklich nichts? Schauen wir uns mal hier dieses Plus an. Findet das irgendwo sein Minus? Alle anderen sind ja offen, alle anderen Leitungen. Da gibt es nämlich einen Weg, der so geht. Kreuz und quer durch drei Spulen. Und natürlich ist dann der Strom durch diese Spulen geringer. Und vielleicht geht euer Display sogar, aber ihr habt komische Effekte und auf dem Ostsee wird euch das auffallen. Und natürlich gibt es jetzt auch viele andere Kreise, die sich da schließen lassen. Das will man nicht. Deswegen müssen wir diese illegalen Stromflüsse hier verhindern. Und das sieht so aus. Jetzt machen wir ein ähnliches Beispiel. Vorher, wir wollen wieder den hier in dieser Richtung bestromen. Also diese Leitung hier muss Plus sein. Und diese Leitung hier Minus. Und jetzt ist wieder die Frage, aha, Moment, ich male es euch hier noch so an, so. Kriege ich jetzt noch einen anderen illegalen Stromfluss hin? Also zum Beispiel, hier habe ich ja Plus, ne? Kriege ich jetzt hier einen Stromfluss hin? Okay, dann müsste ich jetzt hier über diese Diode und, oh, hier bleibe ich jetzt hängen. Also hier schließt sich der Stromkreis nicht mehr. Und er schließt sich auch woanders nicht, weil ich hier immer irgendwo hängen bleibe. Und das könnt ihr jetzt durchprobieren. Also diese Dioden dienen einfach dazu, dass es hier keine irregulären Stromkreise gibt, die sie schließen können. Achso, wie die Dinger aufgebaut sind, da schauen wir uns mal eins an. Jetzt gucke ich erst einmal, ob das überhaupt was macht beim Einschalten. Da sind halt Spulen drin und die können so rum oder so rum umkippen. Und genau das bauen die hier mit dieser Orgie teilweise Logik. Ne? Also hier wieder Logik. Da wird eben die Information vom Prozessor hier reingefahren, dann geletscht, dann eben über den anderen angesteuert. Das Ganze ist dann eine Matrix. Und hier werden dann über die Ausgangstreiber eben dann die Spulen geschaltet. Da sehen wir jetzt noch eine Netzteilsektion. Das hier ist eine Polyfuse. Das sehen wir auch gleich an dem F hier. Und hier auch an der Leiterbahn. Also da, jetzt können wir mal raten, ne? Über den Serienstecker, ich sage jetzt mal Serie, weil neunpolig, ist nach meiner Theorie, wird er die Serie-Schnittstelle versorgt und auch Ground. Und das ist garantiert die Sicherung dafür. Also wenn wir jetzt einfach, ich rate mal, 12 Volt anschließen. What could possibly go wrong? Wir haben ja mehr davon. Seien Sie jetzt live dabei, wenn es vielleicht kracht. Also nehmen wir 12 Volt und 0,5 Ampere. Da ist garantiert irgendwo ein Testpunkt. So, tut. Vielleicht. So, gib Strom drauf. Umwerfend. Es passiert nichts. Ich hätte zumindest mal eine Initialisierungssequenz oder eine leuchtende Leuchtdiode erwartet. Hat er denn Spannung, der Kerle? 5 Volt. Okay. 0 Volt. Spannung hat er. Das sieht nicht wirklich gut aus. Ui, jetzt hat's mir aber gerissen. Okay. 24 Volt sind's. War ja klar. Naja, der nächste logische Schritt wäre jetzt, das Ding irgendwie doch wieder drauf zu stecken und gucken, was passiert.
Oh, das wird schon gehen, oder? Schaut es einfach mal ein. Es hat kurz Fiep gemacht. Eine gewisse Stromaufnahme haben wir, aber sonst sehen wir nichts. Also ich habe noch ein bisschen rumgespielt und auch geschaut, ob hier Signale hin und her ausgetauscht werden. Also es scheint diese Einheit zu funktionieren, auf den ersten Blick mal. Und sonst würde diese Reset-Sequenz nicht funktionieren. Also er setzt alle Segmente zurück, das passt. Kommunikation wird natürlich irgendwie stattfinden. Ich konnte es ja nicht messen. Es kann nicht sein, dass jetzt die Zentraleinheit im Eimer ist. Das mit der Fernbedienung hätte mich noch irgendwie interessiert, was das eigentlich tut. Wir können jetzt was ganz Brutales machen, dass wir einfach ein paar Ausgänge kurzschließen von der Fernbedienung und gucken, was dann passiert. Knallen wird es vielleicht, aber vielleicht kann man dem irgendwas entlocken. Das sind Outputs und ich schließe jetzt mal die Outputs von dem Chip kurz. Einschalten wäre hilfreich. Lampe ist an. So. Das da oben ist VDD, ne? Und die ersten drei, vier sind Outputs. Normalerweise macht man da den Chip kaputt bei sowas. Dann schauen wir mal, das ist Minus. Nee. Also wäre es auch zu einfach, wenn man jetzt da hätte Reaktion erzeugen können, weil ich hoffe mal schon, dass sie mindestens da einen Code erwarten, den man da eingibt. So, ich werde jetzt die Spule hier anlöten, damit ich da mal zeigen kann, wie die Elemente dann umswitchen. Und dann schauen wir uns das Ganze noch mechanisch ein bisschen an. Aber dabei wird wahrscheinlich was kaputt gehen. Ich nehme mal 12 Volt. Das habe ich quasi schon vorbereitet. So, und jetzt schnackelt er so rum und jetzt verpole ich. Und er schnackelt zurück. Das ist also remanent. Das hat schon Vorteile. Es braucht nur einmal einen Spannungsimpuls. Es flimmert nicht, es muss nur einmal angesteuert werden. Deswegen macht man das auch gerne. Und man hat halt eine sehr hohe Sichtbarkeit. Glück, Glück. Wie groß ist der Strom dabei? 300 mA. Da es sich auch ein bisschen komisch anfühlt vom Klacken her. Vielleicht braucht es auch 24 Volt. Komm, das probieren wir. Weil mehr als qualmen kann es ja nicht. Ja, ja. Na, da ist es ganz schick funkt. Ah, das hört sich satt an. Tack. Tack. So. Und so leid es mir tut, aber jetzt machen wir eins von den Dingern hier mindestens auf. Oh, das geht schon von selber auf. Das war einfach. Wusste ich natürlich. So, das gibt... Ah, oh. Hätten Sie es gewusst? Also da unten liegen die Spulen. Und hier sind die Magnete. Und die werden einfach nur... Das sind Magnete, oder? Wenn ich das wieder drauf tue, dann schnackeln wieder alle zurück. Also da ist was remanent. Also das Magnetfeld ist remanent. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wenn ich jetzt aber dieses Teil hier magnetisiere, oder auch nicht. So, jetzt ist eins magnetisiert. So, jetzt habe ich hier den umgeschnackelt. Und jetzt ist die Frage, wo ist die Information gespeichert? Jetzt nehme ich einfach hier den hier, den ich mit dem jetzt gespielt habe, mache den hier weg. Weil mir ist nicht ganz klar, ist die Information im Boden gespeichert oder in dieser Einheit hier. So. Und wir können also die Information tauschen. Die Information ist in der Bodenplatte gespeichert. Das heißt, diese Spulen hier, die speichern das Magnetfeld. Ne? Das ist also stabil. Einmal so rum, einmal so rum. Und dann je nachdem werden die hier abgestoßen in die eine oder in die andere Richtung. Das ist ziemlich erstaunlich. Da ist auch noch eine Vorzugsrichtung. Ist das eine Feder oder ist das Gravitation? Ach, ihr wollt es doch auch, oder? Also da ist eigentlich nicht viel drin. Das sind eigentlich nur Wippen. Das sind wirklich nur Wippen. Mit magnetischen Dipolen nehme ich jetzt mal an, dass das dieses Zeug hier ist. Aber ja gut, wir haben es eigentlich kaputt gemacht, oder? Das Ding ist sogar wartbar. Das ist echt erstaunlich. Das ist noch nicht mal richtig kaputt. Ich könnte jetzt anmalen. Verschiedenen Farben. Lustig. Es wird immer kleiner und immer kleiner. So, das war's. Das ist das Segment. Mehr ist da nicht drin. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir irgendwas Komplizierteres überlegt gehabt.
Naja, aber was esse ich schon. So, das war ein Teardown, der auf eine andere Art und Weise spannend war, als ich dachte. Ich habe gedacht, ich kriege das vielleicht in Betrieb. So haben wir jetzt dieses Board eigentlich ganz gut analysiert gekriegt, behaupte ich einfach einmal. Und das hier fand ich hochspannend. Habe ich nicht gewusst, dass das so funktioniert. Sehr schön, sehr schönes Prinzip, gefällt mir. Jetzt habe ich immer noch eine ganze Menge Tankanzeigen hier. Gut, also nochmal vielen Dank an Jörn, dass er mir das zugeschickt hat. Es lag wieder eine Weile, sorry, aber ja, ihr wisst ja alle, wie es ist. Bis zum nächsten Mal, Servus. So, jetzt haben wir es wieder mal hinter uns. Also ich habe es jedenfalls jetzt hinter mir. Ich bin schon gespannt. Ich habe zwei, drei kleine Sachen drin gelassen. Ist euch sicher aufgefallen, an einer Stelle flimmert's. Was flimmert denn da eigentlich? Könnten jetzt einige fragen. Und sicher haben schon welche einen Kommentar geschrieben. Vor allem, weil kurz danach der vordere Bildschirmbereich unscharf ist. Warum habe ich das nicht nochmal gedreht? Oder warum habe ich das Tablet nicht direkt gefilmt? Das war an dem Tag, Tag 2, der dritte Take davon. Weil ehrlich gesagt, ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich die Matrix wieder verstanden hatte. Und dann ist es irgendwann abends zwischen 9 und 10 und du willst irgendwann mal fertig werden und irgendwann mal auch das Ganze hochladen. Ich weiß, das ist eine blöde Ausrede, weil das in Richtung Faulheit geht. Aber auf der anderen Seite, jetzt habt ihr zwei Striche im Bild, die ja breckgall unscharf sind. Wie ein guter Kumpel sagen würde, scheiß was drauf. Das Flimmern kommt übrigens daher, weil ich das immer noch nicht gefixt habe. Diese gute Lupenleuchte, danke, die hat LEDs von der ganz billigen Sorte mit 50 Hertz oder 100 Hertz jedenfalls Netzfrequenz. Das ist zum Erbrechen, wenn ich die aus Versehen im Bild habe. Ist schon ein paar Mal passiert in letzter Zeit. Ich werde die mal ersetzen mit was anderem. Da denkt man beim Kaufen auch gar nicht drauf. Und die dritte Stelle, und ich wollte echt schon einen Kommentar reinschreiben, weil es hat mich selber so gerissen, aber ich habe mir gedacht, ihr habt sicher Spaß, Kommentare zu schreiben. Und ich kann die jetzt dann ignorieren, wenn ich jetzt darauf Bezug nehme. Und zwar sage ich, dass es wahrscheinlich magnetische Dipole sind. Und da musste ich an meinen alten Professor von Theorie der Felder und Wellen denken. Es gibt keine magnetischen Monopole. Ja, hat mal wieder Spaß gemacht. Das Video war mehr Arbeit, als es aussieht. Glaubt es mir. Und jetzt wirklich, bis zum nächsten Mal. Servus.